mal wieder eine neue Baustelle. Oh, Patrick versteckt sich hier schon hinter mir. Und zwar, ich drehe die Kamera mal gleich um, das ist einfacher. Ihr seht, mein schöner schwarzer Bus ist auf dem Trailer und wird gezogen vom anderen Bus. Hätte gar nicht gedacht, dass ihr da drauf passt. nein, kurze Geschichte. Ich erzähle es Patrick nämlich jetzt gleich auch nochmal in dem Moment. Wir hatten ja ein Video gemacht, letztes Mal Ventile getauscht und Ölverbrauch. So, Ölverbrauch war geblieben. Jetzt war mein Bruder mit dem Auto auf dem Junggesellenabschied unterwegs. Nicht sein Junggesellenabschied, aber es war ein Junggesellenabschied. Und auf einmal fängt alles an zu qualmen und es ist tatsächlich so, dass der ganze Motorraum voll mit Öl war. Natürlich, weil meine Entlüftung auf war. Das heißt, er hat diese ganze Flasche voll gedrückt auf einmal und der ganze Motorraum war voll mit Öl. Zusätzlich haben wir kurz vorher ein Ladergeräusch schon gehört. Das blenden wir hier jetzt mal ein. Das Gute ist, normalerweise würde man ja immer sagen, in dem Moment, wenn einfach alles voll mit Öl ist, motorbreit eigentlich, ne? Weil wenn das aus der Entlüftung schon rauskommt. Ja, das ist gar kein gutes Zeichen. Hier war es sogar noch drauf, ne? Ja, läuft doch ganz normal. Deswegen habe ich auch noch mit diesem Motor nicht abgeschlossen. Also es gibt jetzt folgende Theorien, die wir in diesem Video checken. Theorie Nummer 1 ist, dass passend zu dem Geräusch kurz vorher einfach nur der Turbolader kaputt gegangen ist. In diesem Moment aus unerklärlichen Gründen einfach er aus der Entlüftung Öl rausgefurzt hat. Keine Ahnung, vielleicht geht der Lader kaputt und der Motor zieht sich in dem Moment so viel Öl von dem Lader durch, dass da mal kurz irgendwie der Lüftungsdruck ansteigt oder warum, wieso, weshalb auch immer. Achso, ja hier, ich habe schon mal wieder meine Anzeige angeschlossen und habe mal geguckt, was er jetzt... Weil es ist jetzt nicht so, dass er mehr Druck in der Lüftung macht als vorher. So, also er läuft wirklich ganz normal, macht nur dieses Laderjaulen und der Lader wird definitiv kaputt sein. Das heißt, was machen wir? Auf jeden Fall Motor ausbauen, weil Lader eingebaut tauschen ist eine Aufgabe, ne? Ja, Achse absenken und dann geht das eigentlich. Aber ist das viel, viel einfacher und besser als den Motor auszubauen? Oder sagst du eh einfach Motor raus und fertig? Wenn der Motor nicht raus muss, wäre es schöner, wenn man den so wechselt. Okay. Ja. Problem ist natürlich alles auch ein bisschen dreckig und ölig und muss sauber gemacht werden und so weiter. Das heißt, mein Gedankengang war, wir bauen den aus, beziehungsweise du als alter Busschrauber. Und dann am ausgebauten Motor checken wir einmal Endoskop in den Brennraum rein und einmal Kompression. Und dann werden wir ja schon feststellen, ob da irgendwas ist oder nicht. Das können wir machen. Wenn da nichts ist, würde ich vorschlagen, Zahnriemen-Nockenwellen runter, Schaftdichtung machen, neuer Turbolader drauf und wieder rein. Risiko, aber ja. Weil mach ihn einfach mal an, du wirst hören, der läuft wirklich, kannst du mal runterfahren. Ich mach hier schon mal auf. Der läuft wirklich komplett normal. Ja. Aber er fährt eigentlich ganz normal, ne? Bis jetzt ist alles ganz okay. Weißt du, also klanglich, klappert nichts, hört sich genauso an. Man hört so ein bisschen dieses Jaulen vom Lader. Hier. Also wir gehen jetzt mit der Anzeige gerade wieder auf den Deckel. Und Druck in der Entlüftung ist auch vollkommen normal. Deswegen würde ich jetzt ausschließen, dass da zum Beispiel ein Loch im Kolben ist. Weil zum Beispiel, wenn jetzt ein Kolben gebrochen wäre. Ja, das würdest du hören. Ja, und er hätte dann ja sofort Druck auf der Entlüftung. Und dadurch, dass wir ja vorher den Druck gerade gemessen hatten und der Druck auf der Entlüftung aktuell genauso ist, ne? Weißt du, deswegen... Ich werde mal reinfahren. Ja, fahr mal rein. Ja, nochmal ganz kurz zur Erklärung, warum machen wir das Ganze? Noch kann ich mich von dem Motor hier irgendwie nicht verabschieden. Der läuft einfach so gut und so schön und weiß nicht. Ich weiß, jeder hat schon gesagt, häng da einen neuen rein oder verkauf das Ding. Die Variante gibt es auch. Also es gibt, wie gesagt, die Variante einfach nur Schaftdichtung, neuer Turbolader. Es gibt die Variante einfach bei VW einen neuen Motor ziehen und einen neuen Motor einbauen. Und es gibt die Variante, haben ganz viele von euch geschrieben, Red Hat Zylinderkopftechnik. Heißen die Red Hat Zylinderkopftechnik? Weiß ich zur Sekunde nicht. Auf jeden Fall Red Hat. Mit denen mal Kontakt aufnehmen, ob die nicht Bock zu haben, diesen Motor mal zu überholen. Wo ich bisher allerdings nicht so ein Fan bin, weil bei so einem Alltagsauto, der einfach nur fahren soll, deswegen ist es für mich auch umso beschissener, als das Ding nicht fährt, tendiere ich dann eher zu der Variante, einfach nochmal einen neuen VW-Motor reinhängen und einfach wieder 300.000 Kilometer happy sein. Aber jetzt erstmal ab auf die Bühne und Motor raus. Gesagt, getan. Patrick hat den Motor schon ausgebaut. Vielen Dank. Ja. Hat, wie man sieht, Spaß gemacht, ne? Das Ölige war nicht das Beste, aber ansonsten macht das ja Laune, ne? Ja, aber es gibt halt wirklich, also ich sag das immer wieder, es gibt halt entweder Busschrauber oder keine Busschrauber. Aber du hast von der ersten Sekunde an gesagt, du machst das gerne. Klar, mit dem ganzen VW-Werkzeug ist das natürlich auch erstmal ein bisschen entspannter, ne? Ja. So, was haben wir so gefunden oder du gefunden? Was können wir so zeigen? Das Erste ist, wollen wir mit dem Auslass anfangen? Warte, ich kann das drehen. Im Auslass ist beim ersten Zylinder Öl zu sehen, also mehr als in den anderen.
Dann ist das Kuriose, dass die Glühkerze vom zweiten Zylinder stark ölig ist. Warte, wir zeigen dir das mal. Also wenn der Zylinder so aussieht, kann man schon sagen, ist kaputt. Ich habe ja so eine gute Sonic-Leuchte. So, also man sieht es ja auch schon einfach um die Dichtung oben, ne? Guck mal, wenn man die drei Zylinder sich anguckt, wie die komplett nass und die anderen so. Die anderen, also ehrlich gesagt hätte ich bei den anderen aber gedacht, dass die viel, viel nasser sind. Weil irgendwo muss ja dieser ÖV-Rohr herkommen. Und natürlich sieht man hier, wenn man da reinguckt, so ein bisschen Öl um den Schaft rum, wo wir die Schaftdichtung sonst ganz gerne neu gemacht hätten. Mhm. Aber das ist jetzt ehrlich gesagt zum Beispiel weniger, als wir mit dem letzten Kopf hatten. Mhm. So, also es ist definitiv nicht so viel. Jetzt ist halt die Frage, wo kommt es her, aber da kommen wir gleich zu. Zweite Problem ist, dass vom zweiten Zylinder die Glühkerze öliger ist als alle anderen. Also das wäre die vom ersten, das ist die vom zweiten Zylinder. Und alle anderen sehen so aus wie die vom ersten. Glüht beim Starten eigentlich diese ganze Kerze da vorne? Nein, da habe ich mich nicht beschäftigt. Aber das wirklich so schnell, solange die Windel an ist, fängt das an zu glühen? Ja, das dauert schon eine Sekunde. Aber das ist ja schon massiv, ne? Also da sieht man mal, was da eigentlich ist. Ja, aber der braucht das eigentlich nur im Winter. Also jetzt bei den Temperaturen glaube ich nicht, dass das angeht. Also mein Pompidüse zum Beispiel, wenn da die Glühkerzen kaputt wären, würde ich das nur bei minus 10 Grad merken. Glühkerze ist normalerweise da bei alten Dieseln. Da brauchte das Gemisch, also der Motor, eine gewisse Temperatur, dass sich das überhaupt so selbst entzündet. Und das geht mit einem kalten Motor nicht, deswegen gibt es eine Glühkerze wie eine Zündkerze, die halt einfach dauerhaft glüht, dass man ihm einmal wie so Startpilot das Zünden vorgibt. Dann ist natürlich auch der hohe Druck, ne? Also mein Golf 1 Diesel, den ich hatte mit Wirbelkammer, der brauchte auch im Hochsommer das Vorglühen, ne? Der hat natürlich viel geringere Drücke. Ich glaube, da sind es 80 Bar und hier sind es, was wir letztes Mal falsch gesagt haben, hier sind es 1800 Bar. In der Rail drin, in der Einspritzung, ne? Genau. Neue gehen sogar noch höher. Neue noch höher? Ja. Dann hier, jetzt haben wir die Ansaugbrücke mal runtergenommen, weil wir gleich noch ein paar Sachen messen wollen. Das sieht nochmal dann wieder anders aus, ne? Also gefühlt ist alles kreuz und quer. Da ist meiner Meinung nach der dritte Zylinder das öligste. Hier kann man ob du das hier siehst, bei dem hier, dass da drin das Ventil komplett im Öl steht. Erkennt man das? Nicht wirklich, ne? Nee, nicht so richtig. Aber wir glauben dir. Aber trotzdem, Abgase gehen aus dem Kopf raus, werden tatsächlich in diesem ganzen Gerät gekühlt mit Kühlwasser, logischerweise. Öl geht auch noch durch, deswegen sitzt der Ölfilter da dran. Und dann geht es hier wieder in die Ansaugbrücke und verteilt sich im Motor. Also man schiebt wirklich die Abgase nochmal wieder in den Motor rein. Ne? So. Würde, glaube ich, auch nur beim Diesel funktionieren. Beim Benziner, glaube ich, kann das gar nicht funktionieren, weil einfach komplett ja auch der Sauerstoff da drin fehlt und so weiter, ne? In den Abgasen. Das ist, glaube ich, da weiß ich jetzt nicht, ob ich richtig liege, aber das ist ja Sinn und Zweck der Sache. Ja. Weniger Sauerstoff, kältere Verbrennung. Weniger Abgase, keine Ahnung, was da im Diesel alles drin ist. Da geht es ja um diese Partikel. Und dann haben wir noch, also hier sieht man übrigens, das vom AGR-Kühler das Röhrchen direkt zur Ansaugbrücke geht. Mhm, okay. Ich dachte tatsächlich, das wäre eine extra Kanalreihe, wo das Röhrchen reingeht und quasi es dann wieder reindrückt. So, und dann haben wir noch den Schaden. Aber Wahnsinn, dann haben wir es, dass hier kommen Abgase durch den Kühler und die Abgase gehen in die Plastikansaugbrücke da rein. Ne? Da sieht man mal, wie stark das wirklich da drin abgekühlt werden muss, weil du könntest ja niemals 200, 300 Grad da dauerhaft durch das Plastik leiten. Das ist richtig. Und dann haben wir hier noch das... So, hier haben wir jetzt die erste Sache, die definitiv nach kürzester Zeit wirklich wieder fritten gegangen ist, weil der Lader war ja gerade erst frisch, also der ist da jetzt, weiß ich nicht, 20.000, 30.000 Kilometer drauf, ne? Ohne Software, muss ich immer wieder dazu sagen, der Bus ist wirklich komplett original, da ist nichts lahmgelegt, da ist nichts geändert, da ist wirklich ein originaler Datenstand drauf. Mir ist einmal der Schlauch von der Drosselklappe unter Volllast abgeflogen, nicht, dass wir dabei den Lader überdreht haben und jetzt war es ein schleichendes Ding, dass er halt... Also es gibt die Variante, dass jeglicher Ölverbrauch schon die ganze Zeit aus diesem angehend kaputtgehenden Turbolader kommt. Ne? Könnte. Weil das ist ja hier jetzt auch definitiv ein Schaden. Das ist ja ein Verschleißschaden. So, ne? Also da ist ja viel zu viel Spiel. Und dieses viel zu viel Spiel kommt ja nicht einmal zack und es ist da. Zumindest nicht beim Serienmotor. Das würde vielleicht passieren bei so einem Motor, wenn du so einen Lader komplett ausquetscht. Aber bei einem Serienmotor ist das ja definitiv ein schleichender Schaden. Und das Spiel wird logischerweise durchgehend mehr. Somit geht auch durchgehend mehr Öl durch. Kann man schon so sagen, ne? Ja. Fakt ist, der ist auf jeden Fall kaputt. Genau. Kostet auch nur schlanke über 2000 Euro bei VW, dieses ganze Konstrukt. Das ist krass. Gibt es von Borgwana ein Zubehör zu kaufen. Zubehör wird der gleiche Lader sein. Andererseits hier auch kaputt gegangen. Ne? Also ist dann auch egal. Ja, ich glaube ein Zubehör 800 Euro oder 900 Euro netto. Also das ist okay. Auf jeden Fall weniger. Ne? Also immer noch viel, aber den letzten hatten wir, jetzt fällt mir wieder ein, den letzten hatten wir abgebaut, nicht weil er kaputt war, sondern weil er gerissen war. Da war komplett durch den Krümmer ein Riss. Da könnten wir jetzt theoretisch, wenn wir jetzt die ganz einfache Reparatur machen, ich habe den Lader im Kofferraum sogar noch dabei, mittelgrob abschrauben,
hier die, auf den Lader die alte, gebrauchte 300.000 Kilometer Mittelgruppe drauf. Wir haben sie noch nicht angeguckt. Müssen wir jetzt mal gucken, wie gut oder schlecht die ist. Und dann wieder alles drauf. Aber erstmal gucken, ob der Motor was abbekommen hat. Genau. Ich habe mir überlegt, Nachhaltigkeit ist ja groß geschrieben. Wir gucken mal, was der Motor hat. Das heißt, wir machen jetzt mal diverse Prüfungen an dem Motor, die man so machen kann. Also wir werden auf jeden Fall im Endoskop reingucken. Wir werden auf jeden Fall als allererstes Kompression checken. Und anschließend, nachdem wir Kompression gecheckt haben, können wir sogar noch eine Druckverlustprüfung machen. Unterschied zwischen Kompression und Druckverlust ist, Kompression lässt man den Anlasser einfach durchlaufen und checkt, wie viel Druck oben im Brennraum einfach aufgebaut werden. Ist die einfachere Prüfung. Druckverlust macht man quasi Druckluft auf den Zylinder und misst die Leckage. Also dieses Tool misst quasi, wie viel Luft nachgeschoben werden muss, damit der Druck gehalten werden kann. Das erinnert mich so ein bisschen an Werner. Eckert ist weg, endlich kann ich mir eine Bombe bauen. Ja, da hole ich mal ein Kabel, was wir dran schließen. Wie? Na, wir gehen mit dem Kabel ran und dann müssen wir, ja, okay, oder so. Ich hole trotzdem ein Kabel. Ganz, wirklich ganz einfach. Man kann ausgebaut natürlich den Motor genauso starten wie eingebaut. Man muss einfach nur den Anlasser kurz schalten, kurz zum Anlasser. Der Anlasser hat ja immer Dauerplus drauf bei jedem Auto. Und das, wenn ihr den Schlüssel umdreht und diesen Startimpuls gibt, das ist dann theoretisch nur Strom auf den Magnetschalter, welcher in dem Moment, ja, der zieht an. Und in dem Moment fängt der Motor an zu drehen. Das heißt, wir müssen jetzt nur von hier nach hier einmal brücken. Eine Sache ist gerade zu kurz gekommen. Wenn dieser Turbolader hier jetzt kaputt ist, der kleine, und logischerweise Öl aus diesem Verdichterrad kommt, also es kommt ja nicht aus dem Verdichterrad, sondern es kommt logischerweise aus der Lagerung. Die Abdichtung hinter kann ja gar nicht mehr funktionieren, wenn da alles rumschwabbelt. Dann kommt hier das Öl raus und dieses Öl wird logischerweise über den großen Turbolader überall im ganzen Motor verteilt. Weil das Ding sitzt hier so dran. Das heißt, der große Turbolader drückt unter Volllast an dem Kleinen vorbei, teilweise auch durch den Kleinen. Das heißt, wenn hier nur ein bisschen Öl ist, wandert das logischerweise komplett durch die Ansaugbrücke, durch den ganzen Motor durch. Und dann kann es schon sein, dass es sogar rauskommt. Dreht er das? Ja. Ja, dann lass mal. Ich bin ein bisschen unsicher, ob hier irgendwo... Stell mal ein bisschen dahin. Ich halte das hier fest. Was machen wir jetzt? Du guckst auf den Zeiger, oder wie? Ja. Nee, die ist noch mit Maximalwert, oder? Achso, bleibt oben. Eigentlich ja. Oh. 12-mal. Voll die Diesellok, Alter. Das Krasse ist, dass hier das wirklich aus dem zweiten Zylinder, aus dem dritten Zylinder kam und hier aus dem zweiten Zylinder kam. Das Zeug raus, ne? Also, wir gehen ins Rennen. Mit mehr hat er da noch nicht geschafft aufzubauen. 21 Bar. Das ist aber gut. Findest du gut? 21? Also ich habe ehrlich gesagt, es ist hier live das erste Mal, dass ich bei einem Diesel Kompression messe. Aber ich hätte gedacht, dass wenn die Anzeige schon bis 70 geht, hätte ich gedacht, dass der Diesel irgendwie eher 30, 40, 50, 60 oder so hat. Weiß es gerade gar nicht. Ich auch nicht. So, ne? Also ihr könnt auf jeden Fall, wenn ihr mal von diesem Motor den Soll-Ist-Wert habt, könnt ihr schon mal reinschreiben. Uns geht es aber jetzt gar nicht darum, ob jetzt 20, 21 gut oder schlecht sind. 0 wäre katastrophal. Wenn der nächste 10 hat, ist es auch katastrophal. Geht ja eigentlich mehr darum, dass sie alle einigermaßen gleichmäßig sind. Ne? Das ist Druck. Klang aber echt wie so ein bisschen wie so eine Diesel-Lok, die man wieder anmacht. Ja. Ja, ich glaube, wenn wir diesen Motor wieder einbauen, werden jetzt die Leute langsam... Alter, mir haben so viele geschrieben, machen 140 PS Single-Turbo raus. Habe ich heute auch gehört. Bauen Benziner ein, machen 2.0 TSI raus. Und macht dies, das, jenes. Aber ich kann halt wirklich nur sagen, nach 500.000 Kilometer relativ stressfrei. Und irgendwann kommt halt einfach der Punkt, wo es so ein bisschen losgeht. Und in der Werkstatt würde man einfach einen Motor neu rein. Aber hatten wir ja schon mit den ganzen Anbauteilen bist du irgendwo bestimmt bei 10.000 Euro. Ja, und da muss man mal gucken. Ja. So. 20, genau. So, geht los? Ja. Ja, aber krass, also das ist schon... Wie viel hatte der? Auch genau 20. Also das ist schon ziemlich gleichmäßig. Und was halt immer nicht geht, ist, du kannst halt nicht gleichmäßig einen kaputten Motor haben. Also er kann nicht auf allen vier Zylindern mit 20 Bar am Arsch sein. Weißt du? Also ich bin ehrlich, ich hätte gehofft, dass einer so richtig Fritte ist und dass wir einfach den Motor neu machen. Geht los? Ja. War auch genau 21. Also das ist schon mal eine 1 plus, muss man so ganz ehrlich sagen. Das ist schon mal ziemlich... Ich lese mal kurz was nach. Guckst du mal kurz, was? Ja. Was? Also, das war jetzt gerade Messung Nummer 1. Kompression 20 bis 21 ist somit Taco. Jetzt geht es an unser zweites Tool. Und zwar
Druckverlust. Druckverlust bedeutet, wir machen jetzt hier mit dem Kompressor Luft drauf, können quasi einen Druck einstellen, den wir da haben wollen. Und hier sieht man schon Percent Leakage. Das heißt, dieses Teil, nenne ich jetzt einfach mal, zeigt an, wie viel Luft nachgeschoben werden muss, damit er den Druck hält. Also wie viel, kann man jetzt schlecht erklären, aber es geht ja dabei rum zu checken, wie viel von den 10 Bar, die wir in den Motor reindrücken, geht an den Kolbenringen vorbei, geht an den Ventilen vorbei und so weiter. Und diesen Verlust an Luft, die quasi nachgeschoben werden muss, die können wir hier anzeigen lassen. Und da ist halt die nächste Sache, das kann man halt auch an jedem Zylinder machen und genauso checken. Eine Sache bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Am aller coolsten, boah, ich habe das irgendwann mal bei der Limo gemacht, das war aber nicht so easy. Natürlich ist es am geilsten, die Druckverlustprüfung zu machen an verschiedenen Stellen, wie der Kolben steht. Weißt du? Dass man das Ganze macht im OT, in der Mitte und im UT. Ja, das geht bei einem Auto, wenn du einen Gang drin hast und es ein bisschen vor und zurückschieben kannst und dann die andere ziehst. Ne, das habe ich mal gemacht. Machst du hier 10 Bar drauf, knallt der Kolben so dermaßen nach unten über den Druck, dass du das definitiv nicht hier, also ich behaupte, wenn wir hier eine Stange hinstellen, ist das auf so einem Kolben mit dem Druck teilweise so viel, dass sich entweder die Schraube lockert, je nachdem welche Richtung, ne? Oder der wirklich sich fast sogar hier runterkippt. Da muss man echt, also da war richtig, deshalb, ich habe das erste Mal nicht gemacht und Alter, das macht wirklich, das knallt schon gut. Kompression, 25 bis 31 Bar original, neu, Verschleißgrenze 19. Maximaler Unterschied 5 Bar, was ich viel finde. Also, Differenz 5 Bar, ne? 5 Bar Differenz finde ich ganz schön viel. Und der hat 1 Bar Differenz. Hat 1 Bar und knapp über der Verschleißgrenze. Also hat schon krass Verschleiß. Was war 25, ne? 25 ist neu, 25 bis 31 ist und Verschleißgrenze ist 19. Ja, schon. Knapp, naja, okay, jetzt weißt du nicht, wie voll die Batterie ist, wie schnell er gedreht hat. Ja, aber man sieht ja, wie er von Hub zu Hub mehr aufbaut und nicht. Ja. So, ne? Also eher wie genau unser eBay-Tool ist. Ne? Das ist auch nicht geeicht. So, ne? Lass uns trotzdem mal eine Druckverlustprüfung probieren. Warte mal, ich muss mal einmal kurz nachlesen. Motor vorwärmen. 20 Grad. Handbremse anziehen. Kannst du mal kurz reingehen, Handbremse anziehen? Da sind wir wieder bei dem Thema, weil der wirklich sonst, ne, einen Satz nach vorne machen kann. Den Kolben des Zylinders auf den oberen Totpunkt einstellen. Das geht rein. Zündkerze einfach demontieren. Wichtig, vor dem nächsten Schritt den Druckregler B bis zum Anschlag nach links drehen. Nicht Beachtung kann zu irreparablen Schaden am Tester führen. Okay, B müssen wir ganz rausdrehen. Okay, ich will einmal gucken, Druckverlustdruck verbinden. Okay, also hier ist es scheinbar so, dass man den im OT einfach stehen lässt. Also, dass es im OT so ist, dadurch, dass man wenn das Pleuel gerade steht, machst du halt oben Druck drauf und er würde mit dem Druck das Pleuel einfach gerade wieder runterdrehen und er schafft es nicht über den Hub quasi zu kommen. Im OT erst und vierten Zylinder können wir das Absteckwerkzeug reinstecken. Ja, das wäre perfekt. Wenn wir das so einfach drauf kriegen. Oder wir stecken einfach einen Schraubendreher rein. Na, wir lachen dann beide, wenn auf einmal die Getriebeglocke gebrochen ist. Ne? Also, über den Druckregler mache ich Folgendes. Dann nulle ich jetzt die Anzeige. Das heißt, ich drehe den so weit auf, bis er bei 0% Druckverlust ist. Wir haben den Motor gerade nicht angeschlossen. Ein bisschen zu viel, ein bisschen zu. Ist leider nicht so feinfühlig, der Gerät hier. Der Gerät. Passt ja sogar dem Fall. So, und wenn ich jetzt nämlich gleich das Teil an den Motor anstecke, also an den Glühkerzenschacht, dann springt er auf einen Verlustwert. So. Jetzt verriegeln wir das Ganze hier, dass ich da nichts verstellen kann. Und jetzt haben wir für jeden Zylinder den gleichen Wert. Motor ist abgesteckt, geht beim ersten Zylinder besonders einfach. Zahnriemenposition heißt Kurbelwelle auf ersten Zylinder OT, Nockenwelle oben auf EOT. Man muss dazu sagen, Nockenwelle dreht sich immer nur halb pro Kurbelwellenumdrehung, Viertakter. Deswegen wissen wir, dass der Zylinder jetzt im OT und geschlossen ist. Genau. Hä? Ein paar Sekunden später. Ja, der pfeift auch so richtig ab irgendwo. Nein. Ja, ich guck mal, die Uhr. 40-50%. Okay. Ja, also zusammenfassend gesagt. Gut, schlecht, sehr schlecht.
Hätte gerne in den Scope reingesteckt, das brauchen wir da definitiv nicht mehr reinstecken. Patrick ist auch eher motiviert, dass wir den Kopf runternehmen und euch einmal kurz das Dilemma zeigen. Ratzofatzo war er tatsächlich raus. Hätte ich auch runternehmen. Also komm, wir fangen mit dem Kopf hier an. Das waren die beiden, die gerade gepfiffen haben. Tatsächlich hat der schon einen kleinen Riss hier, was jetzt nicht schlimm ist. Das hier, sowas sieht halt komisch aus, ne? Also nass, 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 trocken, so. Aber das sieht eigentlich in Anführungsstrichen in Ordnung aus, ne? Also da wird er definitiv nicht durchgepfiffen haben. Also was heißt nicht durchgepfiffen haben, ne? Wir haben es ja gehört, dass er... Der kann ja nur nach unten durchgepfiffen haben. Also wenn du von hier so reinfilmst, Nico, dann sieht man halt so ein bisschen, also weil der war ja auch undicht, das heißt, wir sehen ja auch einen gerade, der unten ist, aber selbst die Zylinderlaufbahn, das sieht vollkommen in Ordnung aus. Also es ist jetzt nicht so, dass es, also wir hätten jetzt aber über einen Schlimmeren gerechnet, ne? Ja, ich hätte auch gedacht, dass man sofort was sieht. Dass Kolben gebrochen ist oder. Immer noch ein bisschen Lappen. Also laufbahntechnisch sieht man auf dem Zylinder hier schon mal auf jeden Fall nichts. Dann können wir mal einmal weiter drin. Weißt du, bei Nico filmen wir mal von hier einmal. So, auch hier. Also hier sieht man krass den Öl, ne? Das Öl. Wie es da oben stand. Ich überlege, ob es deswegen vielleicht durchpfeift. Wie in dem Öl? Nee. Das würde er eher abdichten. Würde er abdichten, ne? Ja, ich habe gerade überlegt, wenn die Kolbenringe so auf das Öl drauf fahren, das irgendwie. Mich wundert es eher, dass man das auf den anderen Zylindern so gar nicht pfeifen hören hat, weil das muss ja immer irgendwo an den Kolbenringen vorbeigehen. Es sei denn, die sind komplett zugerust. Also, wenn man hier reinguckt, ist halt wirklich krass für die Laufleistung, wie gut die Laufflächen noch aussehen, weil auch, wenn man von oben rein filmt, also er hat wirklich fast keine Riefen und gar nichts. Schade, Patrick. Ich hätte gedacht, das ist eindeutiger. Ich hätte auch gedacht, dass der irgendwie durchgebrochen ist. Also klar, er kann natürlich dahinter immer noch gebrochen sein. Da der jetzt aber auch ein bisschen gefahren wurde und so ist, hätte ich dann gedacht, dass man es immer in den Riefen sieht oder so, ne? Ja, gefühlt hat er schon ein bisschen mehr Spiel, ne? Ja. Weiß ich nicht, ob so Kolbenringe einfach verschleißen. Interessant wäre mal, aber klar, ich bin halt leider eigentlich angewiesen auf das Auto, leider. Im Normalfall würde man jetzt Folgendes machen, habe ich mit Benni tatsächlich ein paar Mal schon gemacht, auch mit Eugen, Marius und so weiter, hier einmal mit der hohen Bürste durchgehen, weißt du, so eine normale, die sich selber vorspannt, dass man den ganzen, dass man das nur einmal macht, neue Kolbenringe drauf und weiter geht's. Ne? Kolben einmal sauber machen. Ja, okay, ja, liebe Leute, zusammenfassend gesagt, Lader kaputt, Kompression okay, Druckverlust auf Zylinder 1 und 2 zu viel, 3 und 4 okay. Jetzt gibt es die Variante einfach das Ding in eine Tonne hauen und bei VW einen neuen holen. Und dann gibt es die Variante einfach auf doof die beiden Kolben mal rausziehen. Und kriegen wir die Ölwanne so ab auf den? Nee, okay. Muss ich komplett runterheben. Okay, also viel Aufwand, also viel Arbeit, die einfach immer unangenehm ist, ne? Weil es halt nicht so eben geht. Mit zwei Kolben rausnehmen, sich auch noch die Kolben angucken. Wenn unten alles Taco aussieht, durchholen, neue Ringe, weiter geht's. Plus Kopf überholen auf jeden Fall. Variante 3 ist halt, wir kontaktieren die Jungs von Red Hat nochmal und haben ein bisschen geilen Content für euch. So, die drei Varianten gibt's. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr machen würdet. Trotzdem, ich finde es auf jeden Fall cool, jede Menge wieder gesehen, gelernt, Dieseltechnik, Druckverlustprüfung gemacht. Ernüchterndes Ergebnis. Aber, also ernüchternd deswegen, weil gar nicht so viel kaputt ist, wie man eigentlich denken würde, aber es dennoch kaputt ist. Ja, also ich hätte wirklich gedacht, wir sehen mehr. Aber, ja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und im nächsten Video seht ihr dann, wie es weitergeht.